Hi Leute, hier ist mal wieder Fluss mit einem neuen Review. Heute zur L85 A1 bzw. L85 A1 Camo. Die beiden Waffen tue ich zusammen in einem Review stecken. Ganz einfach, weil die beiden Waffen exakt dieselben Stats haben. Und da einfach nur die L85 A1 Camo halt von jedem bekommen werden kann, aus dem Grey Highsec oder aus dem Mist-Chi. Und die L85 A1 halt ziemlich einen hohen Rang braucht, um sie zu kriegen. Hier steht First Lieutenant 2. Moment, dann müsste ich hier eigentlich schon kriegen. Na egal. Habe ich noch gleich nachgeschaut. ja. Also die Waffe wurde mir netterweise von... von wem? Von... weiß ich nochmal. Heron Eigen, genau. Hat sie mir gegiftet. Die ein Mist-G, wo ich sie gekriegt habe. Und eine AUK-1. Hat er mir auch gegiftet. Und ja, herzlichen Dankeschön dafür. Gerade weil ich das AUK-1 Black Reuse sowieso nur auflegen wollte, ist es eine ziemlich gute Gelegenheit, dies zu tun. Und dann kann ich dann gleich die beiden Waffen zusammen in den Review packen. Das ist eine ziemlich gute Sache, finde ich. Und ja. Okay, dann kommen wir mal zur L85 A1. Also die L85 A1 ist eine GP. Assault Rifle, beziehungsweise eben aus GP Cases. Und ja, braucht eben diesen hohen Rang. Und eine kleine Besonderheit schon mal, sie hat einen Burst Fire Mode. Aber, naja, ich bin halt nie so der Fan von diesen Burst Fire Modes gewesen und werde es wahrscheinlich auch nie sein, deswegen nutze ich ihn auch nicht groß. Ja, und eben der einzige Unterschied zwischen der Camo und der normalen ist diese Woodland Camo, die Camo eben hat, im Vergleich zur normalen L85 A1. Ja, die Waffe hat 30 Punkte mit dem Schussmagazin, aber gerade weil sie auch eine relativ hohe Feuerrate hat von 74 Punkten, was ja schon für Assault Rifles relativ gut ist, habe ich da gerne ein Extended Magazin drauf. Also, naja, ich spiele eigentlich sowieso gerne mit Extended Mag, deswegen ist es ja sowieso klar. Und ja, deswegen habe ich das auch drauf gemacht. Können wir gleich zu den Modifikationen kommen. Man kann nur einen Schalldämpfer und ein Magazin drauf machen. Kein Scope. Das ist meiner Meinung nach das größte Manko dieser Waffe. Okay, ich sehe ja ein, dass diese auf den großen Iron Sights da eigentlich kein Scope drauf gehört, ja? Aber mal ehrlich, Nexen. Nie, bei keiner Waffe, haben die sich irgendwie die Mühe gemacht, dieses Scope realistisch zu platzieren. Bei manchen Waffen ist es so platziert, dass man mit den Iron Sights da eigentlich gar nicht mehr durchschauen können dürfte. Auf der M4A1 hockt es ganz oben drauf auf den Dingern und nicht da unten, wie es nicht auf den Rail, wie es eigentlich soll, ja? Warum dann bei dieser Waffe plötzlich Realismus beweisen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht, damit sich die L85-1 Mod besser verkauft. Ja, 43 Punkte Damage, das ist eigentlich ganz okay. Also, 43 Punkte Damage, das ist ein relativ guter Viertkill. Ja, theoretisch möglicher Dreiertkill, aber eher selten. Also, 3 bis Viertkill ist eigentlich nicht schlecht. Portability bei 55 Punkten. Obwohl sie hier überall als gute Portability beschrieben wird, das ist absoluter Schwachsinn. 55 Punkte Portability sind bei wirklich nicht gut. Das ist AK-47 Niveau. Das, ja. Rate of Fire habe ich ihm schon gesagt, 64 Punkte. Accuracy 85 Punkte geht vollkommen in Ordnung. Gerade da man eh kein Scope drauf machen kann, hat man sowieso nichts davon. Deswegen, ne. Recoil bei 68 Punkten, das ist auch absolut akzeptabel. Der Recoil ist gut handelbar. Ist der gleiche wie bei der 36 vom Stats her. Ja, also die Waffe hat eben noch eine, beziehungsweise zwei NX-Versionen, nämlich die L85-1 Mod und L85-1 Mod Camo. Die Mod unterscheidet nicht viel von der L85 normal, aber eine sehr wichtige Sache, nämlich dass sie ein Scope drauf hat. Ein sehr einzigartiges Scope. Und das ist eigentlich ein Grund, eigentlich schon die NX-Variante zu kaufen. Also von der normalen. Die normale ist nicht schlecht, mit Scope wäre sie auch, wäre sie noch besser, und die 85 Mod, die ist eigentlich, die hat eben dieses Scope drauf, was ist praktisch ohne einen Punkt mehr Damage, aber der macht nicht viel aus. Ja, also die Waffe ist eine britische Waffe in der Realität, also, naja, was heißt in der Realität, es ist eine britische Waffe. Und war eben, das war, in den 80er Jahren kam plötzlich dieser Trend auf, dass man... dass Bullup Assault Rifles gebaut werden. Damals wird die Farmers
Farmers in Frankreich entwickelt als Bullabgewehr, die AUG in Österreich, eben Sturmgewehr 77 heißt die ja auch, also 77er Jahre. Und die L85 wurde in 80er Jahren gebaut. Und zwar als Ablöse für die Waffensysteme, die von England, die noch auf den Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg basiert haben. Also wurde es mal höchste Zeit, dass die Waffen mal ausgewechselt wurden. Eben, das gehört zu der Reihe der SA-80 Waffen. Das sind eben, Waffen für die 80er Jahre. Mit verschiedenen Munitionstypen wurde damals experimentiert. Auch zum Beispiel mit 4,85x49mm Munition. Ja, und da gibt es eben die L85A1, die L85A2. Die L85A2 ist eigentlich im Prinzip die gleiche wie die L85A1, sondern einfach nur noch, die A1 hatte einfach mal Ladehemmungen und so technische Probleme. Und deswegen wurde eben die 85A2 eigentlich im Prinzip dieselbe Waffe, nur ohne die Fehler, die die andere hatte. Ja, und dann gibt es noch die L-22-1 Carabine, das ist eine Kurzversion, also eine MP eigentlich. Und ja, auch als A1 und als A2, also halt mit dem gleichen Problem. Ja. Die Waffe benutzt 5,56x45mm NATO-Munition. Also, halt, es hat sich eben den Standard von Europa oder beziehungsweise der NATO angeglichen. Ist relativ lang mit 87mm Lauf, also das ist schon relativ lang. Und ach, das ist ja die Gesamtlänge. Barrel Length ist 85mm. Aber selbst das ist lang. Ja, die Waffe kann genau mit zwei Spezifikationen ausgestattet werden. Einmal mit dem Susat Scope und einmal eben mit den Iron Sights. Und da muss ich echt sagen, erstaunlicherweise hat sich Command Arms da an die Realität gehalten. Es gibt nämlich die Mod mit dem Susat Scope und dann eben die A1 normal mit den Iron Sights. Nur blöd, dass man die halt in CA nicht benutzen kann. Also scheiß auf die Realität bitte. Also ich hätte da gerne auf der Waffe den Scope drauf gehabt. Aber was soll's. Ja, also die Waffe wurde eben zur Ablösung der veralteten Waffensysteme von England benutzt und ist halt erst die Standardwaffe der britischen Armee. Sie hat ein kleines Problem, nämlich die Waffe hat den Hülsenauswurf auf der rechten Seite auf Gesichtshöhe. Das bedeutet, diese Waffe kann nicht an der linken Schulter abgefeuert werden, weil man die Seite des Hülsenauswurfs nicht einstellen kann wie bei manchen Waffen. Und ja, deswegen müssen in der britischen Armee Linkshänder trotzdem rechts schießen. Ja, nein. Warum das so gemacht wurde, weiß keiner so genau, aber das ist halt so. Ja, also im Spiel, jetzt wieder zurück von Real Life ins Spiel, ist die L85A1 eine von Stats her akzeptable Assault Rifle. Auch vom Gameplay akzeptable Assault Rifle. Doch, man vermisst das Scope extrem. Also, dass die Möglichkeit, dass man eben keinen Scope drauf macht, die schränkt die Waffe doch sehr ein und schränkt sie praktisch auf SMG-Reichweite ein. Was ich einfach als Problem ansehe. Und, also ein bisschen mehr als SMG-Reichweise schon. Sie hat nicht zu sehr viel Bullet Drop, die lässt sich theoretisch gut auf Distanz abschießen. Aber eben, wenn man die Mod in der Hand hat. Nein, ich habe die jetzt nicht im Spiel, weil ich die nicht habe, aber ich kann jetzt mal aus Erfahrung sprechen. Dieses Scope, das ist da wirklich sehr gut drauf. Und ich meine, ich will ja gar nicht das Scope auf der normalen haben. Ich mir würde es erreichen, wenn ich einen Akku-Scope drauf bauen dürfte. Und daher kriegt die Waffe leider von mir keine Empfehlung, weil sie keinen Scope hat. Das ist für mich halt das große Problem. Wenn ich einen Scope drauf machen würde, dürfte, hätte diese Waffe eine Empfehlung von mir bekommen. So muss ich sie leider hier vorenthalten. Ja, und deshalb kauft euch lieber eine 36 oder eine AUG oder irgendwas anderes. Halt, wo ihr einen Scope drauf machen könnt. Sie hat für mich sich ein bisschen verhalten wie die MPA1, so ein Gefühl her. Nur halt den Monoscope, also das kann ich eigentlich nicht oft genug wiederholen, das hat mich wirklich genervt. Naja, gut dann. Bis zum nächsten Mal, euer Fluss. Multikill.